Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch Videos hier auf dem Kanal gefallen, würde ich mich über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir den Rote Ritterin-Skin wieder im Shop. Dazu dann die Karmesin-Hacke. Dann haben wir als nächstes von gestern den neuen Boxine und den neuen Boxer-Skin. Dazu dann die Kartonklopper-Spitzhacken und den Luftpolster-Gleiter sowie die Karton-Kreation-Lackierung. Dann haben wir als nächstes noch den Krypto-Skin und die Enigma-Lackierung dazu. Dann in den Daily-Gegenständen, von den Daily-Gegenständen haben wir einmal den Rennfieber-Skin, hier einmal die Version mit Helm und einmal ohne Helm. Dann haben wir als nächstes den Guaco-Skin, dann die Fraktalpunkt-Lackierung. Als nächstes haben wir dann noch die Goldgräber-Spitzhacke, dann noch den rasender Ansturm-Emote, als Fortbewegungs-Emote natürlich und dann als letztes noch den Knacks-Emote. Und heute haben wir tatsächlich keine Deadpool-Items mehr im Shop. Ich denke mal aber, dass sie nochmal reinkommen werden, so wahrscheinlich gegen Ende der Season. Und vielleicht kommen nächstes Wochenende oder so nochmal ein paar weitere Items zu Deadpool rein. Aber auf jeden Fall sind die jetzt erst dann raus. Ich denke wirklich nicht, dass es das letzte Mal war. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir natürlich gerne eine Bewertung da. Außerdem schreibt natürlich auch gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ich sonst noch vielleicht für Videos machen soll, was ich euch für Tipps und Tricks geben soll für Arena oder whatever. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.